Hi Busch. Ich hab mich gerade gewundert, wo du bist. Ich bin vom Himmel gefallen, wie ein Engel das halt macht. Ja, genau. Ein Okay. Redstone-Engel. Oh, ich bin in den Dreck gefallen. Ja, da wo du hingehörst, ne? Ey, nur weil ich dich beim Among Us-Spielen immer besiege. Du hast mich nicht besiegt, du Na hast mich klar, habe ich dich besiegt. Ich habe dich rausgeworfen. besiegt. Ich habe dich besiegt. Rausgeworfen ist besiegen. Du Imposter, du. Ich war kein Imposter, ich war auf deiner Seite. Du bist ein Imposter. Ich werde gleich zum Imposter. Warte mal. P-Flag Z PV. Ach, schon wieder. Du Komposter, du. So. Komposter, ja. Okay, was haben wir denn heute? Wir haben hier einen 9er-Zahlenblock und wir haben hier so eine Art Register in, ja, so könnte man es nennen. Und wir haben hier ein paar Speichermodule. Dann haben wir noch so ein bisschen grüne Wolle, da ist noch ein bisschen Redstone drauf, das geht hier vor, wird negiert als Signal, geht hier vor und ja, in eine Redstone-Laterne. Und wenn ich jetzt hier so ein paar Zauberknöpfchen drücke, nämlich den ersten, den zweiten und dann den dritten, dann passiert nichts, weil der Busch am Register gespielt hat. Nee, die Zahlenkombination war immer schon 172. Okay, wenn ich hier den ersten Knopf drücke, den ersten da unten und dann den hier oben, hast du nicht 173 gesagt? 172. Ach, Was 173 zwei! Ich gedrückt? habe 173 gedrückt. Okay, jetzt habe ich 172 gedrückt. Ah, und schon geht die Laterne an. Okay, was ist das? Das ist ein Zahlenkombinationsschloss. Wenn wir jetzt hier irgendwo hindrücken, geht das Ganze aus. Wenn wir hier 1 eingeben, die 7 eingeben und die 2 eingeben, geht es an. So viel habt ihr kapiert. Wenn wir jetzt die 1 eingeben, die 7 eingeben und die 3 eingeben, passiert nichts. Selbst wenn ich jetzt auf die 2 drücke, passiert auch nichts mehr, weil das System erkannt hat, dass ich eine falsche Eingabe mitten im Code hatte. Das heißt, es reicht nicht nur die Zahlen einzugeben, sondern sie müssen auch in der Reihenfolge eingegeben werden. Ich könnte jetzt auch eingeben, so klicken wir erstmal irgendwo hin, ich könnte jetzt auch 2, 1, 7 eingeben. Wären ja auch die richtigen Zahlen, aber das System erkennt, dass es nicht die richtige Reihenfolge ist und deswegen wird das Signal auch nicht ausgegeben. So, und das heißt, ihr müsst natürlich zum einen hier hinten die Fackeln. Also hier sind die Knöpfe löschen jeweils eine Fackel auf der Rückseite von dieser Goldtafel. Seht, da hängen überall Fackeln und die werden bei Knopfdruck, da Busch hat gerade gedrückt, genau, werden gelöscht. Und dann seht ihr auch gleich, dass hier eine riesen Lichtorgel stattfindet. So, das Signal wird dann weitergegeben und die große Kunst gerade bei diesem Schaltfeld ist vor allen Dingen, die Signale von diesen 9 beieinander sitzenden 3x3 Blöcken, ja, abzunehmen, so dass sie sich nicht vermischen und dass nicht ein Knopf 2 verschiedene Signale auslöst. Und deswegen sieht das hier so ein bisschen verworren aus, wie so ein bisschen Luftschlangen, die da durcheinander gehen. Das sorgt eben dafür, hier sehen wir zum Beispiel der Knopf 3, der wird hier rüber geleitet, ja, geht dann hier in einen Repeater rein. Hier oben sehen wir, da ist es ein bisschen einfacher. In der Mitte hier, das ist dann hier die 2. Hier drüben ist die 1, die geht direkt hier weg. Bisschen komplizierter wird es dann bei der 5. Da muss man an der Stelle auch mit einer Halbstufe arbeiten, damit eben das Signal sich nicht mit dem Signal da unten verbindet. Ja, und das biegt dann hier einmal darum und so weiter. Also auf diese Weise wird das Signal von den 9 Blöcken weggeleitet, ohne dass es miteinander Kontakt kriegt. Und hier ab den Repeatern ist das eh kein Problem mehr. Ab hier wird es gesondert weitergeleitet. Geht dann immer jeweils in einen Block Wolle rein, da wieder direkt in den nächsten Repeater, wieder in eine Wolle, wieder ein Repeater, wieder eine Wolle und so weiter. Das Ganze könnte man jetzt auch noch erweitern um 1, 2, 3 Register und könnte den Code auch entsprechend länger machen. Aber wir haben es jetzt mal mit 3 gemacht. Und hier sind Fackeln drauf. So, und was die Fackeln machen, das sieht man am allerbesten, wenn der Busch vorne mal auf die Knöpfe drückt. Ich drücke jetzt erstmal 1,7 und jetzt hinten eben noch auf die 2. Genau, das hat man hier ganz gut jetzt sehen können. Ihr seht, die Fackeln gehen hier einzeln an und darüber befindet sich nochmal eine Redstone-Leitung. Und das ist auch so ein Stück weit das Geheimnis, warum ein Code funktioniert oder nicht funktioniert. Denn das Signal, das hier weitergegeben wird, endet in so einem Speichermodul.
Und das Speichermodul, sagt ja der Name, speichert den letzten Zustand. Ja, das heißt, wenn hier ein Signal drauf kam, wird dieses Signal hier eingespeichert. So, wenn wir jetzt zum Beispiel... Ah, hast du gerade schon gedrückt. Genau. Genau, genau. Deswegen ist hier jetzt erloschen. Genau. Genau, jetzt drücke ich irgendwas anderes, die 9. Zack, habt ihr gesehen? Jetzt hat es sich einmal resettet. Warum? Weil die 9, warte, ich gehe nochmal hier rüber, drück nochmal auf die 9 drauf. Dann seht ihr, hier haben drei Fackeln jetzt ausgelöst. Alle drei in der Reihe, das heißt, alle Linien hier oben wurden befeuert und somit ist das hier oben zurückgesetzt worden. Ja, das ist diese automatische Erkennung, von der ich eben gesprochen habe. Letztlich keine Erkennung in Form von Intelligenz, sondern letztlich einfach die Intelligenz, dass dieser Schalter hier alle Signale ausgibt und damit den Zustand wieder, naja, man könnte sagen, zurücksetzt. Wenn wir das Ganze jetzt richtig machen mit der ersten Zahl, so, und machen dann die zweite Zahl richtig. Aha, haben wir gesehen, jetzt ist das Ganze weitergewandert, jetzt haben wir hier kein Signal mehr. Und wenn wir jetzt nochmal die dritte Zahl richtig drücken, haben wir hier kein Signal mehr, was dazu führt, dass hier vorne die Fackel angeht. Und natürlich infolgedessen auch hier die Laterne leuchtet. Und hier natürlich auch, wenn ich jetzt wieder die 3 drücke, hat man es nochmal von oben gesehen, wurde hier alles befeuert. Hier die Fackeln sind kurz ausgegangen, alles wurde wieder auf 0 zurückgesetzt. Und man muss von vorne anfangen. Eigentlich eine relativ simple Sache. Es sieht nur gar nicht so einfach aus. Und ich glaube, das Schwierigste hieran ist, wenn man es noch nie gemacht hat, eben das Signal hier vorne abzunehmen. Ach, ich bin auf die unterste Ebene gar nicht eingegangen. Ja. Die ist ja entscheidend. Ja. Ich habe die entscheidendste Ebene vergessen. Oben, das ist ja letztlich nur das Zurücksetzen. Unten ist ja das Signal, das reinkommt. Entschuldigt, ich habe es einfach ignoriert. Genau. Ich überlasse es mal dir. Okay, also im Endeffekt, jede einzelne Zahl hier hinten im Register wird festgelegt, was gedrückt werden soll, indem man hier oben, kommst mal rum, hier oben dann eben die Fackel entfernt, also man macht die Reihe voll, dann entfernt man die Fackel. Damit sich nichts zurücksetzt oben, genau. Genau, und hier unten, wo dann eben natürlich der Wolleblock erstmal fehlt, ne, so baut man es erstmal auf, da setzt man dann einen Block hin, auf dem ein Redstone ist. Man sieht jetzt auch, die Leitung ist aus, jetzt wird sie bepowert durch den Repeater, der eben den Block eben lädt. Ich gehe mal hier rüber, genau, hier sieht man, dass die Repeater ja gerade geladen sind. Ja, hier liegt übrigens jetzt die Fackel rum, so, die sammle ich mal ein. So, und der Repeater schießt in den Block die Energie, was zur Folge hat, dass hier die Signale ausgehen, also die Fackeln ausgehen, hier unten kein Signal ankommt, weil es 2 entfernt ist, aber hier eben nur noch 1 entfernt. Aber jetzt lasse ich wieder Busch reden, ich habe schon viel zu viel geredet in der Folge. Genau, das heißt eben, wenn die richtige Zahl für diese aktuelle gedrückt wird, dann geht unten dieses Signal aus, das ist auch das Signal, welches dann eben die Speicherzelle umsetzt. Und oben die Reset-Line, die geht eben nicht an. Das ist eben wichtig. Ja. So, jetzt gibt es noch eine andere Sache hier hinten. Ihr seht, wir haben nicht nur die Speichermodule, die da oben eben hier hängen, ne? Sondern wir haben hier auch noch eine Fackel drunter sitzen, hier vorne eine Fackel und sowas. Das hat den einfachen Grund, wenn wir jetzt hier den richtigen Knopf drücken, dann geht das Signal hier ja immer aus für kurze Zeit. Das heißt, wenn wir die Fackel hier unten nicht hätten, dann würde das hier angehen und es wäre vollkommen egal, welche Kombination wir drücken. Beim Drücken der 2 geht eben hier oben dann die Speicherzelle an und genau das wollen wir nicht, denn vorher sollen ja die anderen Zahlen gedrückt werden. Deswegen haben wir darunter die Redstone-Fackel und diese Redstone-Fackel bleibt erstmal an. Es sei denn, im vorherigen Modul wurde eben schon die richtige Zahl gedrückt. Da gehen wir jetzt hier ans erste Mal ran. Hier sehen wir beim ersten Modul, da fehlt das hier noch. Hier ist keine Redstone-Fackel, sondern das wird ganz normal bepowert. Und hier haben wir jetzt zeitlich noch eine Redstone-Fackel dranhängen. Diese Redstone-Fackel ist an, solange die Zahl noch nicht eingegeben wurde. Und hier über die zweite Redstone-Fackel wird eben dann hier unten, sobald oben die Fackel ausgeht, ich baue sie mal ab, zack, geht hier das, diese Fackel an, auf der anderen Seite geht dann die Fackel aus und dann wäre diese Speicherzelle hier bereit, um bepowert zu werden. Und so setzt sich das eben fort, bis dorthin, wo man dann eben das Signal entnimmt und man eben dann die maximale Anzahl, die man eben haben möchte, hat. Ne? Wie der Rouge vorhin schon gesagt hat, das kann man beliebig fortsetzen, einfach hier noch eine Reihe vom Register hin mit einer Reihe Repeater, einer
Reihe Redstone-Fackeln und hier dann nochmal eben diese Speicherzelle, dieses Speicherzellenmodul mit angeschlossen. Na, dann bauen wir das Ganze doch einfach nochmal schnell daneben. Ja, das können wir auch machen. Machen wir gleich nochmal eine vierte Zahl, können wir hier gleich bauen. Das ist eine schöne Idee, genau. Ja, Sekunde. Gut. So, hier bin ich. Okay, jetzt nehmen wir hier erstmal das Signal ab und bepowern damit diese Linie hier rüberwärts. Genau. Ja, dann setzen wir hier ein Redstone hin und da drauf noch einen Wolleblock, denn ansonsten verbindet es sich und das wollen wir eben nicht. Dieses Redstone hier unten, das bepowern wir dann eben mit dieser Fackel. So. Ich baue hier nochmal schnell dieses eine Redstone ab und nochmal diesen Wolleblock. So, dass wir das sehen können, hier unten ist jetzt die Redstone-Fackel an und das Redstone zeigt in den Block, sodass diese Fackel aus ist. Nur wenn hier dann natürlich noch das Redstone drauf sitzt. Genau, jetzt kann man schön sehen, warum ich da eben drumrum gerannt bin. Ja. Na, und sonst schaut es eben dann so aus mit einem Wolleblock hier drauf. Hier kommen dann noch die in der Luft fliegenden Wolleblöcke für den Reset. Wer sich fragt, warum ihr das schon kennt, ganz einfach. Ihr habt die Redstone-Schule schon geschaut und wir haben das schon erklärt. Wenn ihr das nicht mehr wisst, dann schaut die alten Folgen nochmal rein. Und jetzt müssen wir das hier noch sozusagen programmieren. Jetzt wäre es mal interessant, welche Zahl wollen wir denn jetzt als nächstes eingeben? 5. Ich drücke mich 5. 5. Dann kommst du mal hier hinten hin und ich drücke mal vorne. Ja, oder du drückst die 5, dann sehen die Leute mehr, das stimmt. Genau. Dann schauen wir jetzt mal, welche Fackel geht aus, wenn die 5 gedrückt wird. Beziehungsweise an, genau. Und der Wolleblock wird jetzt abgebaut. So, den Wolleblock baue ich jetzt ab. Na, dann droppt die Fackel automatisch. Hier unten setze ich eben den Wolleblock hin. Und dann hier oben mache ich wieder zu. Und jetzt haben wir einprogrammiert, dass als nächste Zahl die 5 kommen muss. So, 1, 7... 2, 5. Hey! So, das war's dann auch schon. So einfach könnt ihr das Ganze nachbauen. Wir ziehen natürlich wie immer eine Schematika davon, die stelle ich euch zur Verfügung auf meinem Discord-Server. Das heißt, wenn ihr dann nicht Mitglied seid auf dem Discord-Server, dann kommt da ganz schnell drauf. Dann könnt ihr euch die Schematika ziehen, könnt das Ganze nachbauen. Wie man es erweitert, haben wir euch in dem Zuge auch noch gezeigt. Und ja, einfach viel Spaß beim Nachbauen. Viel Spaß dabei. Und jetzt kill ich Busch. Den Imposter.